Hallo, heute erkläre ich euch das Supremum und das Infinum einer Menge. Bevor wir das tun, werden wir aber erstmal die altbekannten Begriffe Maximum und Minimum wiederholen, die damit eng verwandt sind. Sei dazu m Teilmenge r. Wir wollen ein Maximum und ein Minimum von m bestimmen und wir sagen, das größte Element von m ist das Maximum. Wir schreiben es als max in Klammern m und das kleinste Element von m heißt Minimum, geschrieben als min in Klammern m. Zum Beispiel können wir uns die Teilmenge 5, 1, 9, 3 aus den reellen Zahlen hernehmen und dann ist, wie gesagt, das Maximum einfach das größte Element, also 9, und das Minimum ist das kleinste Element, also in diesem Fall 1. Nun ist es so, nicht jede Teilmenge aus den reellen Zahlen muss ein Maximum oder Minimum haben. Beispielsweise das Intervall 1, 3 ist zwar beschränkt, aber es ist nicht so, dass 3 das Maximum ist von diesem Intervall, weil die 3 nicht in dem Intervall drin liegt. Hier liegen nur alle Zahlen drin, die kleiner als 3 sind. Ein anderes Beispiel wäre das halboffene Intervall 2 unendlich, also alle Zahlen, die größer gleich 2 sind. Diese Menge hat auch kein Maximum, weil eben beliebig große Zahlen da drin sind und diese Menge nach oben unbeschränkt sind. Wir wollen aber trotzdem gerne so etwas sagen wie, dass 3 das Maximum von diesem Intervall ist oder dass unendlich das Maximum von diesem Intervall ist. Und um das zu präzisieren, führen wir nun den Begriff Supremum und Infinum ein. Nun wollen wir erst sagen, was eine obere bzw. untere Schranke einer Menge ist. Eine obere Schranke ist einfach eine Zahl, die größer ist als alle Elemente dieser Menge. Und eine untere Schranke ist eine Zahl, die kleiner ist als alle Elemente dieser Menge. Nun kann es zu so einer Menge verschiedene obere und untere Schranken geben. Und man will oft besonders gute obere Schranken oder besonders gute untere Schranken haben. Besonders gut bedeutet, eine obere Schranke sollte möglichst klein sein, damit man eine möglichst enge Abschätzung kriegt. Und genauso sollte eine untere Schranke möglichst groß sein. Nun stellt sich die Frage, was ist denn die größte untere Schranke bzw. die kleinste obere Schranke? Und das sind genau Supremum und Infinum. Am besten veranschaulichen wir uns die Begriffe erstmal in einer Zeichnung. Wir malen die reelle Zahlen gerade hin. Und hier haben wir irgendeine Menge. Ich male mal eine beispielhafte Menge hin. Es kann irgendeine Ansammlung von Punkten sein. Und eine obere Schranke ist in diesem Bild ein Punkt, der rechts von m ist. Eine untere Schranke ist dementsprechend ein Punkt, der links von m ist. Und das Supremum ist in diesem Fall einfach die kleinste obere Schranke. Also in der Zeichnung genau dieser Punkt. Das Infinum ist die größte untere Schranke. Also in der Zeichnung dieser Punkt. Kommen wir nun zurück zum Beispiel vom Anfang. Wir nehmen das halboffene Intervall 1, 3. Das sind alle reellen Zahlen, die größer gleich 1 sind und echt kleiner als 3. Ein Maximum dieser Menge gibt es nicht, wie wir am Anfang gesehen haben. Es gibt aber ein Supremum und das ist die 3. Die 3 ist die kleinste obere Schranke für diese Menge. Das Infinum dieser Menge, also die größte untere Schranke, ist in diesem Fall die 1. Dies verschafft uns auch den Zusammenhang zwischen Supremum, Infinum und Maximum und Minimum. Denn ein Maximum ist einfach ein Supremum, was in der Menge selber drin liegt. Und ein Minimum ist ein Infinum, was in der Menge drin liegt. Ich hätte also genauso gut erst Supremum und Infinum definieren können und dann Maximum und Minimum als Spezialfälle einführen können. Es ist aber wahrscheinlich einfacher, sich erst das Maximum und das Minimum vorzustellen und dies danach zum Supremum zu verallgemeinern. Danke fürs Zuschauen.